Weiter geht es mit Return to Mysterious Islands 2. Ja, wie ihr seht, habe ich jetzt ein bisschen weiter gearbeitet gehabt in der letzten Aufnahme. Und hier geht's jetzt los in der neuen. Und der Stand ist eigentlich ganz gut. Es fehlen eigentlich nur noch die letzten Schaltkreise. Und die werde ich jetzt mal einsetzen und mal gucken, ob es denn dann klappt. Den packe ich da jetzt mal rein, genau. Hier brauche ich einen oben, unten und zwei rechts. Habe ich so einen noch? Jo. Nee, der geht nicht. Der war auch falsch. Der war auch falsch, du. Der kann nicht gehen. Der kann auch nicht gehen. Oh, oh. Oh, oh. Das klappt doch nicht. Das klappt doch nicht. Der könnte klappen. Bin ich richtig? Das klingt nicht gut. Das klingt gut, aber wieso ist der jetzt doch richtig? Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt, wenn die letzten beiden nicht klappen? Muss ich dann alles wieder ändern? Oder wie läuft das hier? Oder kann ich irgendwo anders einen ähnlichen einsetzen? Ich habe hier einen ganz großen, vielen Dreier. Habe ich hier noch sowas mit Dreier? Weil ich habe ja nur noch die beiden übrig und die anderen beiden sind putt. Was macht man dann? Ich habe keine Lust, das alles nochmal umändern zu müssen. Guck mal, der geht doch gut. Der ist richtig. Der war richtig. Der war richtig. Und nu? 2, 1, Risiko. 2, 1, 1, 2. 2, 1, 1, 2. Haben wir hier noch so ein Zweier. 2, 1, 1. Der könnte doch gehen. Dann müsste hier nur ein anderer hin. Zum Beispiel der einer. Nee, der soll da nicht rein. Dann nicht. Dann soll da was anderes hin. Ummodeln hier. Jetzt die letzten Schritte. Und ich dachte, ich hab's jetzt gleich. Scheiße. So eine Scheiße. Da kann jetzt überall ein Fehler sein. Das kann man ja alles umbauen. Es gibt viel zu viele Möglichkeiten. Zum Beispiel habe ich hier. Ach, das Ding kann man gar nicht wegnehmen. Haha. Okay. Eins, 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 eins. Aber gehört doch nur in einer rein. Ja. Scheiße. War gerade eben der gedüngt. Jetzt geht der. Willst du mich veräppeln? So, link, also oben eins, rechts zwei, unten eins, also eins, eins, zwei, zwei. Eins, eins, zwei, zwei. Habe ich so einen? Habe ich überhaupt so einen? Ja, hier, den hier. Scheiße. Scheiße. Dann kann ich hier nicht was anderes noch bauen. Ja, ich könnte den da hinpacken. Den da hinpacken und habe dann hier trotzdem dasselbe Problem, ne? Okay. Ich müsste das hier mal umbauen irgendwie, dass ich hier... warte mal. Wenn ich den hier wegnehme. Ach, das geht nicht, weil hier ein Zweier ist. Ach, scheiße. Scheiße, scheiße. Der muss da auch bleiben. Das geht nicht anders. Ja, toll. Wie mache ich das denn? Die einen, da die feststehen, da kann man ja nicht viel machen. Den könnte ich da ändern. Dann habe ich es vielleicht ein bisschen mir einfacher gemacht. Dass ich da eine Verbindung mir schaffe. Oh, das Umgebaue hier. Scheiße. So, jetzt brauche ich hier aber... Warte mal, pass mal auf. Mach ich mal so. Nee, das geht ja nicht wegen dem da drunter. Alles klar. Okay. Der hat gerade gemacht. Der will da eigentlich, will er da nicht hin, ne? Da willst du hin. Da warst du auch vorher, glaube ich. Nase. Nee. Nee, das ist doch doof.
Da willst du hin. Ich weiß es genau. Ja, der gehört dahin. Das ist so. Der macht dann voll die Geräusche. Der will da sein. Aber das hier passt jetzt so gut. Oh, Scheiße. Jetzt hänge ich hier. Der will da gar nicht. Nee, die wollen da alle gar nicht sein. Sonst würde das ja auch voll funktionieren. Wo gehört der Dreier hin? Gibt's doch nicht! So, mach ich das so. Ja. Und wenn ich das einfach mal ignoriere. Ich ignoriere das einfach. Einfach ignorieren. Ja, dann passt der Zweier da nicht hin. Och, Leute. Ja, ich mach mal eben einen Kut. Ich mach einen Kut. Weil das dauert ja hier anscheinend jetzt doch noch eine Weile. Bis gleich. Ah, oh mein Gott. Ich glaube, ich hab es. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Oh, bitte. Yeah! Scheint zu funktionieren. Wuhu. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Wir werden sehen. Alles nochmal umgebaut hier. Naja, nicht alles. Kapitän. Erzähl mal. Laut Ihren Anweisungen habe ich den Schild heruntergefahren. Nicht glücklicherweise hat ein Leck in meinem Reservesystem die Operation verhindert. Was? Nach dieser mechanischen Fehlfunktion wurde der Schild zu plötzlich aufgelöst. Der Spannungsstoß hat den geothermischen Motor aus dem Tritt gebracht und dann gestoppt. Die resultierende seismische und vulkanische Aktivität haben die Nautilus zerstört. Die Nautilus ist gesunken? Und du konntest fliehen? Ich war gerade in der Basis, als sie sank, Kapitän. Da ich meinen Posten nicht mehr einnehmen konnte, bin ich in der Hoffnung auf neue Anweisungen hierher gekommen. Hast du gesehen, wie der Hubschrauber abgestürzt ist? Ich kenne das Wort Hubschrauber nicht. Die fliegende Maschine, die mich holen sollte, wurde zerstört. Weißt du, wer auf sie geschossen hat? Du warst es also nicht. Nein, Kapitän. Die fliegende Maschine wurde durch eine vulkanische Bombe vom Himmel geholt. Eine Bombe? Ein glühender Fels, der aus dem Vulkan geschleudert wurde. Dieser ist instabil, seit der Motor gestoppt wurde. Weitere Ausbrüche und Erdbeben werden folgen bis zur vollständigen und unabänderlichen Zerstörung der Insel. Es sei denn, der Motor würde wieder in Gang gebracht. Wo befindet sich dieser Motor? Sehen Sie auf dieser Karte nach. Ach Gottchen, ja. Unser mitfühlender Roboterfreund. 4. Wrack der Nautilus. Oh Gott, jetzt können wir uns das hier alles angucken. Geothermischer Motor. Der Kontrollraum kommuniziert mit dem Unterschlupf von X, der über die nördliche Bucht erreicht wird. 2. See, ja. Querschnitt durch Mysterious Island mit letzten Aktualisierungen. Dokument wurde von einem von Nemos Robotern erstellt. Granithaus überflutet. Diese natürliche Höhle wurde von Cyrus Smith und seinen Kameraden ausgestattet. Sie haben Fenster und Türen in die Wände gebrochen, die die Sicht auf den Strand freigeben. Das ansteigende Wasser des Sees hat die Höhle überflutet und die Öffnung in einen Wasserfall verwandelt. Wrack der Nautilus, genau. Höhle mit Verbindung zum Meer. Fragezeichen. Bewege den Maus über die Nummern auf der Karte und den Text. Aktualisierung, Anstieg des Meeresspiegels, äußere Faktoren, Anstieg des Seewasserspiegels, grundverstopfter Überlauf, Wrack der Nautilus. Was mache ich jetzt? Das gehört jetzt uns. Sag mir, wie ich zum Motor gelange. Die Karte ist nicht deutlich genug. Oh nein! Nein! Die kürzeste Route führt durch den See. Aber ich habe meine Tauchausrüstung nicht mehr. Sie liegt im Granithaus. Oh nein. Hoffentlich halten die Schaltkreise noch. Schnell, Roboter. Sag mir, ob es einen anderen Weg gibt. Suchen Sie in der Klippe auf dem nördlichen Plateau nach einem Durchgang in einer Höhe von 340 Fuß.
und durchqueren Sie den Unterschlupf zum geothermischen Motor. Hier ist eine detaillierte Karte. Oh, wie schrecklich. Der Roboter ist kaputt gegangen. Ich habe ihn gerade erst repariert. Das ist die Karte? Ein komplett schwarzes Blatt? Der Drucker muss kaputt sein. Höhe 340 Fuß. Durchgang zur Bucht. Diesmal ist er durchgebrannt. Völlig durchgebrannt. Was soll ich tun? Wird die Insel wirklich explodieren? Ich hoffe, der Roboter irrt sich. Ja, hoffe ich auch. Oh nein! Ah! Was passiert hier nur? Das sieht ernst aus. Ich sollte diesen Motor finden und ihn wieder in Gang setzen. Oh, alles voll schrecklich hier und der Roboter tut mir irgendwie leid. Ich könnte zuerst herausfinden, wo die Bombe heruntergekommen ist. Das müsste im nördlichen Teil des Plateaus gewesen sein. In der Nähe der Vogelscheuche. Ja, Moment mal, ich habe hier, blick hier gerade gar nicht durch. Wir haben auch noch was Neues bekommen. Wo ist das? Inventar. Hier. Bis es vorhin ein unlesbares Blatt Papier mit Tinte verschmiert, absolut nichts zu entziffern, taugt noch zum Feuermachen. Na, doll. Gehen wir da mal unten hin. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist, Schildi. Dir geht's noch gut. Du bist da, ne? Wenn du noch da bist, alles wie immer, dann ist ja alles okay. Sie wollte eigentlich gerade, glaube ich, woanders hin, aber ich... Die Geräusche und alles und Roboter und... Ich bin ja leicht überfordert manchmal. Hier. Eine vulkanische Bombe. Das hat also meinen Hubschrauber abstürzen lassen. Na toll. Und jetzt? Oh, das Hornissennest ist auch dadurch weg, ne? Kann das sein? Eine vulkanische ja. Bombe. Das hat also meinen Hubschrauber ja. abstürzen lassen. Hat es. Den Hubschrauber. Nee, wir bleiben mal erstmal zusammen. Warte mal, ich, lass mich mal den Jepp spielen. Jepp spielen. Genau. Kannst du jetzt mal... Nee, kannst du nicht mehr, ne? Kannst du denn mal hier so dich umgucken? Ah, er kann hier rüber. Ich weiß nicht, ob Mina auch gerade hier rüber kann, aber er kann auf jeden Fall hier rüber. Das ist schon mal gut. Schweigsam und besorgt. Na gut, dann gehen wir mal doch wieder zurück zu Minchen. Mina. Also, Kerlchen, was hast du vor? Boah, ich komm mal wieder auf deinen Rücken und dann... Ja, bei dir ist sowieso viel schöner, Mina. So, gucken wir mal. Ich werde die Insel gründlich absuchen und den geothermischen Motor ausfindig machen. Ich könnte zwar auch einfach ein großes Feuer machen und auf meine Retter warten, aber was, wenn die Insel vorher explodiert? Nein, ich kann nicht einfach warten und nichts tun. Ich würde auch nicht einfach nur warten wollen und nichts tun, aber zu denken, dass das ganze Ding hier explodiert, das würde ich wahrscheinlich auch nicht denken, aber naja. Gut, gehen wir mal rüber. Ich kann in dem Schlamm nicht herumlaufen. Der Schnitt in meinem Bein könnte sich entzünden. Ach ja, dein Schnitt. Ja, dann lass ihn das mal machen, weil er kann doch rüber. Genau. Oh nein! Jepp! Jepp! Nein! Oh Gott, nein! Jepp! Nein! Oh Gott, nein, 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 nein! Spiel vorbei. Ich glaube, wir müssen ihm was basteln. Kann er denn nirgend... Also er kann hier nicht direkt... Kann er denn da? Nee, kann er auch nicht. Okay, okay, ja, ja. Ja, dramatische Szene. Oh, ich kann nichts wegklicken. Ja, okay, doch kann ich. Das ist gut. Gut, wir müssen ihm irgendwas bauen. Hätte ja sein können, dass er hier so am Rand lang kann. Oh, Mina. Bin hier unten. Mina. Vielleicht kann er aber irgendwas hier finden und aufsammeln. Das wäre doch schon mal was. Irgendwas. Oder kann er irgendwas nehmen? Ich glaube, wir müssen uns so eine Art Floß bauen. Das wäre doch mal eine Idee.
Wir bauen uns ein Floß. Lalala. Kannst du dich hier in einem Krug davon paddeln? Nicht? Das Ding würde ich ja irgendwie nehmen. Ich meine, das schwimmt ja wohl oben. Na gut, wenn es ein Loch hat, nicht, aber... Der Benzinkanister, warum sollte der denn nicht? Manu. Nee, da brauchen wir anscheinend was. Hier fällt mir jetzt nicht ein, was. Versuch, auf die andere Seite zu gelangen, Jeb. Aber sei vorsichtig, dass du nicht im Schlamm versinkst. Ja, bin ich doch schon. Das mache ich nicht. Um ganz ehrlich zu sein, Jeb, du siehst aus wie ein Schwein. Geh dich sofort waschen. Jetzt mag sie mich wieder nicht mehr. Ich hätte das nie tun dürfen. Kannst du nicht hier oben irgendwie lang? Manu. Ja, dann gehe ich. Tschüss. Versuch, auf die andere Seite zu gelangen, Jeb. Aber sei vorsichtig, dass du nicht den Schlamm versinkst. Lass mich. Du magst mich nicht mehr. Geh jetzt alleine weg von dir. Ich mag dich nicht mehr. So, wir waschen uns. Sauber. Mit Mina wieder zusammen. Ich gehe wieder zu Mina. Mina. Ach, die Geschichte. Jetzt bin ich wieder im Schlamm. Es muss doch irgendwas geben, was man hier... Das gibt's doch nicht. Ich will da jetzt endlich mal rankommen können. Braucht man einen längeren Stock? Der ist doch schon lang. Er kann wieder nichts kombinieren hier. Nimm den Griff. Den Sextanten. Nein. Ich hab doch nichts. Da. Zwirbel. Lass da rum. Ich hab doch nichts. So, jetzt kann sich wieder sauber machen. Es sei denn, wir haben hier noch irgendwas übersehen. Denn wir brauchen ja jetzt anscheinend ein Sie steht da hinten noch? Okay. Wir brauchen ja irgendwie so ein selbstgemachtes Boot. Irgendwie müssen wir uns das ja jetzt mal bauen. Auch wenn ich nicht weiß, wie. Versuch, auf die andere Seite zu gelangen, Jeb. Aber sei vorsichtig, dass du nicht im Schlamm versinkst. Lass das. Ich will wieder zu dir, Mine. Ja, sie will da ja nicht runter, aber sie ist die... Ach, guck mal hier. Das ist zu weit weg. Aber nicht für den... Aber wir können doch was nehmen. Keine schlechte Idee, aber es ist immer noch zu weit weg. Jeb sollte es am Fuß des Ufers versuchen. Okay. Also wieder runter. Voll kompliziert hier. So, runter. Und er soll jetzt da mit dem... Echt jetzt? Oha, okay, das geht sogar. So, verschmutzte Früchte. Die ich dir feierlich überreichen werde. Versuch, auf die andere Seite zu gehen. Oh, lass mich doch mal. Aber sei vorsichtig, dass du nicht im Schlamm versinkst. Mann, das ist Quatsche. Gib ihr das jetzt. Mina Schultern klettern. Und er ist jetzt aber wieder dreckig. Also muss ich mich erstmal wieder sauber machen. Aber wenn sie immer sagt so, jetzt macht das mir, jetzt bin ich voll falsch gelaufen. Der andere wartet da auch noch immer. Und die Schlange ist wieder da. Die Schlange. Wenn sie das immer sagt, dann denke ich mir immer, dann muss das ja auch eigentlich gehen. So, jetzt bin ich wieder richtig. So. Och, dann nochmal dieses Saubermachen. Nein, nicht in den Schlamm. Da. Versuch, auf die andere Seite zu gelangen, Jeb. Ja. Aber sei vorsichtig, dass du nicht im Schlamm versinkst. Man braucht sie nur anklicken und dann kommt das wieder. So. Was mache ich jetzt? Hat sie die jetzt automatisch? Anscheinend schon. Können wir die sauber machen, die Früchte, und essen? Oder passiert uns dann was? Eigentlich wäre auch mal eine Idee, weil nicht alle Sachen können ja immer essbar sein. Dann muss ja auch mal was giftig sein. Nicht, dass den beiden jetzt hier was passiert. Kann man tatsächlich sauber machen. Das ist schon mal gut. Können wir die jetzt essen?
blaue Früchte. Diese große Frucht, die auch unter dem Namen Inselkirsche bekannt ist, hat süß und dabei leicht säuerliches blaues Fruchtstein. Ihr Geschmack erinnert an Kirschen. Tja. Für den Fall das, dann... Das hatte ich bereits. Ich hätte gern mal etwas anderes. Du hast doch gerade erst was anderes bekommen. Und ihm geht's aber richtig gut jetzt wieder. Da, super. Dem geht's super. Übrigens sind die beiden verziert seit neuestem mit Thymian, wie ihr seht. Das war ich. Man kann den auch Thymian um so ein bisschen, ne? Und so ein bisschen karibisches Inselflair und so ein bisschen hübsch machen für die Inselbewohner, die es nicht gibt. Ja, Jepp geht's gut. Jepp ist im grünen Bereich, das ist doch schon mal toll. Nur Mina fehlt, kann die nicht mal Würmer essen? Nee, keiner? Lecker, lecker Würmer. Ich sollte einen Schwimmer an der Schnur befestigen, bevor ich den Köder festmache. Ja, Schwimmer, Schwimmer, Schwimmer. Ah, oh, ich habe hier was Tolles gebaut. Ich habe hier was gebaut. Habt ihr das gesehen? Mit dem ganzen Zeug könnte ich ein Feuer machen. Also. Aber ich sollte das Benzin gegen etwas austauschen, das weniger explosiv ist. Ja, und ich will ja auch damit jetzt eigentlich gar kein Feuer machen. Das ist ja alles hochinteressant, was ich hier mache. Kannst du da nochmal irgendwie was abzwirbeln? Genau, dann haben wir schon mal zwei Stück Schnüre, man weiß ja nie. Bisschen Schnüre, kann ich schaden. Thymian. Thymian mag es. Irgendwie mal ein bisschen Samen noch. Das hatte ich bereits. Ja, ich mag ich das aber. Ich hätte mal ein bisschen Abwechslung hier auf der Insel. Zunder. Trink mal was. Trink jetzt was. Ja, was mache ich denn mal? Die soll mal einfach was basteln, damit wir da rankommen. Genau. Und dann soll sie das einfach da aus... Er soll das dann einfach auswerfen und sich das da ranholen, was da hinten noch immer ist. Da ist ja irgendwas ein bisschen weiter weg. Meno. Dovi. Da sind wir nun wieder auf der ollen Insel mit unseren Problemen. Unsere Schildkröte. Schildkröte. Und wenn wir die Schildkröte besingen? Kommt die dann vielleicht zurück? Irgendwie gar nichts gebracht für Schildi. Schildi findet die Musik vielleicht schön, aber irgendwie auch sonst nichts weiter. Toll. Toll. Und wir müssen auch immer noch den Affen auf der anderen Seite helfen. Das ist alles voll dramatisch. Und schrecklich. Und ich kann nichts tun, weil du deinen Kram nicht einfach zusammen basteln kannst. Und der Vulkan wird die ganze Insel zur Explosion bringen. Boah, wir werden uns bestimmt im letzten Moment wegflüchten in einem weiteren Hubschrauber oder in einem selbstgebastelten Rettungsboot aus Schilfrohren. Und dann werden wir alle Affen mitnehmen. Alle Affen, die wir haben. Ja. Mama, das ist ihr Kind. Das ist die Mami. Und Mama macht sich Sorgen und ich kann nichts machen. Doch scheiße. Ich will diesem Affen endlich helfen. Und auf der anderen Seite müssen wir auch noch was tun. Ja, ich habe keine Ahnung. Ihr könnt euch ja auch mal was einfallen lassen. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.